Ja, servus. Ich muss sagen, der Kollege hat echt eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, obwohl ich kann mir doch vorstellen, wie viel Zeit es braucht. Ich recherchiere zu gewissen Themen auch sehr viel für einen eigenen Blog und da kommt schon mal raus, dass man mindestens 14 Stunden an irgendeiner Story arbeitet. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, also wirklich wahnsinnig Respekt dafür. Du bist gemeint. Das ist für mich aus einem ganz, ganz wichtigen Grund einfach wichtig zum Hervorheben, weil ich halt nämlich falsche Informationen oder Halbwahrheiten für viel problematischer als wie nur keine Information. Also natürlich kennen wir oft auch den Medien die Schuld zuweisen. Das ist sicher alles nicht ganz falsch. Ja. Die Sache ist das, was können wir in der ganzen Sache tun, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich habe zuletzt einen Beitrag gesehen von eher einer satirischen Sendung. Okay, ist in Ordnung. Aber natürlich Menschen, die in so einem unglaublichen Stuss daherreden, dass jeder sich nur umdrehen und schreiben gehen muss, muss ich auch sagen, solche Nahrung darf man den Kritikern einfach nicht bieten. Bitte. Also, das ist Halbwissen, hochemotionalisiert natürlich und nichts gegen die Emotionen da. Also, das ist der Grund, warum ich da zum zweiten Mal jetzt da bin, weil einfach die Stimmung ein Wahnsinn ist. Aber es geht nicht nur um die Emotionen. Es ist zum Beispiel unsere Auseinandersetzung da vorher, die war ein perfektes Beispiel, wie man irgendwas spalten kann. Das war sicher aber nicht die Absicht von irgendjemandem. Das ist menschlich einfach. Wir müssen es anerkennen, wir sind als Menschen, wir haben übrigens als Symbol dafür, haben wir Gehirnhälften mit, also zwei Seiten sozusagen. Die eine ist halt so die Intellektuelle, die denkt über viel nach und so. Und die andere ist eher die ich glaube, das ist die Assoziative, oder? Das ist so die kreative Seite und so. Und da geht es halt mehr um das Emotionale. Und ich glaube, man kann die Rechnung nicht ohne die jeweils andere Hälfte machen. Deswegen müssen wir halt einfach mit Kopf und Herz dabei sein. Meine Meinung. Aber bitte schaut mal, dass wir dieses Halbwissen so weit reduzieren, dass wir von den Medien möglichst ernst genommen werden können. Weil in Wirklichkeit sind ja nicht wir die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen. Man muss sich einmal eins überlegen. Wenn du jetzt dann sozusagen wirklich so arg in einer Illusion lebst, mein Gott, dass es dir von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen fallen müsste, dann wirst du sicher dafür einen Grund haben. Da gibt es ja deine Erziehung, die Systeme, in denen du lebst und so weiter und so fort. Das muss wehtun, okay? Also bitte, wenn man insofern den anderen Leuten konstatiert, dass sie aufwachen müssten, dann muss man ihnen das bitte möglichst leicht machen und sie nicht vor den Kopf stoßen. Also so wie ihr Idioten, wacht doch endlich auf, bitte nicht, okay? Also schauen wir, dass wir die Leute freundlich einfach sagen, Leute, schau, ich bin da äußerst skeptisch, da sprechen einfach viele Sachen dagegen, dass diese Sicht einfach wahr ist zum Beispiel. Also schaut, dass ihr ein bisschen wertschätzend kommuniziert, also ich habe da, sicher kennen ein paar Leute, die gewaltfreie Kommunikation. Ich habe das lange Zeit für absoluten Stuss gehalten, weil ich mir gedacht habe, ja, ich mag meine Mitmenschen doch eh, aber es ist viel mehr dahinter. Ja. Schaut euch diese Konzepte an. Gewaltfreie Kommunikation ist wahnsinnig wichtig. Schaut euch mal an, wie viel Gewalt in der Kommunikation wirklich drinnen steckt. Die Gewalt, die entsteht da vor allem beim Empfänger, weil ich meine, wenn ihr was angreift, ja, dann, ja, man muss es einfach so formulieren, dass es nicht als Angriff gewertet werden kann. Ja, ansonsten bin ich wahnsinnig froh, dass einfach wieder so ein Haufen Leute da waren. Danke.